Der Mercedes-Benz GLK ist ein rundum gemütliches Auto. Mit Sausen und Brausen hat der nichts zu tun. Dafür bietet er hohen Komfort. Da ist zum Beispiel die Federung. Hier wankt nichts im Innenraum und bei Löchern in der Straße schlägt die Karosserie nicht durch. Dazu passen auch die Sitze des GLK. Äußerst bequem kann man erhaben Platz nehmen und der Einstieg ist höchst einfach, denn die Türen öffnen weit. Klassische Musik kann in vollen Zügen genossen werden. Der Motor ist hervorragend leise, man hört ihn kaum, er nuschelt höchstens etwas vor sich hin. Die Schattenseite dieser schnuckeligen SUVs ist die Agilität. Die Lenkung ist nicht direkt genug, manchmal wirkt sie regelrecht stumpf. So kommt man nicht schnell um die Kurven. Aber mit schnell in hohe Drehzahlen beschleunigen hat dieser Wagen eh nichts zu tun. Der Dieselmotor ist zwar höflich und kraftvoll, aber nicht der sportlichste. Manchmal reagiert er zu träge auf das Gaspedal. Die behaglichen Stärken des kompakten Geländewagens konnten wir im Design nicht ablesen. Mercedes hat beschlossen, dass der neue GLK wuchtiger auftreten soll. Alles Vornehme wurde abgelegt. Der Kühlergrill dominiert als eine Art Hirschgeweih und die Frontpartie wirkt zerklüftet. Überall glänzt Chrom und Kunststoff macht sich wichtig. Fazit: Der Mercedes-Benz GLK hat eine komfortable Federung, gemütliche Sitze und einen leisen Motor. Negativ aufgefallen sind die indirekte Lenkung, der träge Diesel und das wuchtige Design.